Moinsen Leute und jetzt kommt zu Let's Play Stardew Valley Together. Ich habe kein Schwert mehr. Ich habe ja nichts mehr, weil ich gestorben bin. Ah, diese scheiß Mine. Hallo. Lol, hallo Sif, ich verkaufe jetzt hochwertigen Dünger und neue Nutzpflanzen. Bis bald, alles klar. Pierre. Ja, da steht er. Oh, neuer bester Freund. Willi findet Fledermausflügel richtig furchtbar. Ich habe das auf die harte Tour herausgefunden, süß. Oh mein Gott, er hat da jetzt auch so ein Stern-Icon. Wie süß. Oh, fester Freund. Yes, bitch. Gib mir Küsschen. Oh, ich finde das so schön, dass sie anfangen zu vibrieren, wenn ich sie bedränge. Oh, jetzt trigger ich auch zeitgleich das Event mit ihm. Schön. GZ? Ja. Hey. Hi. Schau, ich habe das alte Ruderboot repariert, das bei meinem Haus herumlag. Ziemlich cool, oder? Boah, bitte. Ich möchte nicht mit dir versinken. Bitte lass es richtig stabil sein. Sif, würdest du mir die Ehre erweisen, mich auf der Jungfernfahrt zu begleiten? Hast auch Shampoos dabei? Wenn ich nicht Jungfrau sein muss, ist es okay, dann steige ich mit ins Boot. Oh, jetzt kriegen wir so geile Elvis Presley Romantikmucke. Also, mein Buch ist jetzt schon vor einer Weile erschienen. Es ist kein Bestseller oder so, wer hätte es auch gedacht. Aber es hat schon ein paar gute Kritiken erhalten. Und ohne deine moralische Unterstützung hätte ich es nie fertiggestellt. Moralisch? Naja. Nein, eigentlich stimmt das nicht. Ich hätte es so oder so fertig bekommen. Oh, vielen Dank. Alter. Hallo, wir gerade. Du hast dir wirklich den Romantikbolzen schlicht hinausgesucht. Ja. Oh, du hättest es nie geschafft. Halt, nein. Ey, doch, hätte ich schon. Das ist so. Wow. Fick dich. Aber ich bin dankbar, dass du an mich geglaubt hast. Das habe ich nicht. An meine Vision auch nicht. Und also. Ja, so wie sag ich das am besten? Ich weiß oh, jetzt nicht. Kommt's. Also, wir sind schon eine ganze Weile lang Freunde, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das immer noch so sehe. Alter, ich hab dir doch einen scheiß Strauß gegeben, von wegen, dass du fester Freund bist. Nein, ich will damit nicht sagen, dass ich den Kontakt zu dir abbrechen will. Ja, da hätte ich mir auch ein bisschen komisch vorgekommen, wenn er es hier auf, mitten Alter, auf der See macht. Du wirst jetzt gefriendzoned. Ich werde umgebracht. Oh mein Gott, ist ja wie bei einem englischen Patient. Ja, in Wirklichkeit meine ich so ziemlich das Gegenteil. Mal sehen, wie formuliere ich das am besten. Alter, du bist Schriftsteller. Ausnahmsweise fehlen mir gerade die richtigen Worte. Dann nimm den Mund. Oh, er hat mich gepackt und geküsst. Ich vibriere. Oh. Sif, du zitterst. Ich bin glücklich oder bringst du mich Verlegenheit auf? Ich bin glücklich. Ich auch. Oh. Der hätte mich aber richtig gepackt, Junge. Der hätte mich hier fast über die Reling geschmissen. Oh, oh, dein Zittern hat einen Purpurfisch angelockt. Wir hauen hier besser ab. Was? Dein Zittern hat einen Purpurfisch angelockt. Das ist pervers. Ja, sieh dir das Tal an. Pervers. Es fühlt sich endlich wie ein Zuhause an. Ja, Elliot. Alter, ich fand das... Das ist so dumm. Elliot holt für dich seinen Zitterfisch. Ja. Verschwinde da. Wir haben auch gerade Blackscreen. Ach, was für ein Tag. Ja. Ich finde das jetzt ein bisschen dumm, weil ich ihm ja vorher einfach diesen scheiß Blumenstrauß gegeben hat und dann steht da fester Freund. Dann hätte man das so dort triggern müssen, dass ich erst den Blumenstrauß abgeben kann, nachdem diese Cutscene gekommen ist. Oder dieser Blumenstrauß, der hätte einfach Scheiß auf den Blumenstrauß, dann braucht er nicht fester Freund stehen, weil er den Move gemacht. Dann fände ich es cooler, wenn er den Antrag gemacht hätte, weißt du, also den Heiratsantrag, dann hätte ich erstmal 5000 Dingsies gespart. Das ist eine Seite aus einem Tagebuch. Es gibt nur wenige ältere Junggesellen im Ort und keiner davon ist perfekt. Harvey ist sehr nervös und schwach, aber ich weiß, er wäre ein loyaler und hingebungsvoller Ehemann. Er mag Kaffee und eingelegte Gurken. Elliot ist etwas geckenhaft und... Warum sind unsere beiden Kerle auf der ersten Seite? Und melodramatisch, aber er hat ein nettes Kinn. Ja. Er mag Krabbenkuchen und Granatäpfel. Shane ist unordentlich und nicht sehr gesellig, aber ich glaube, sein grobes Äußeres
ist ein Verteidigungsmechanismus, mit dem er sein wahres Ich vor der Welt verbirgt. Er mag Bier, Pizza und Paprikapopper. Mehr Junggesellen haben wir nicht. Was ist mit Sebastian und Sam? Das sind noch Kinder, die zählen nicht. Ja, und vor allem, wer hat das geschrieben? Das ist ein bisschen krank, oder? Und Alex ist ja auch noch da. Ja. Für Alex interessiert sich nun mal keiner. Aber ich finde schön, dass unsere beiden Häschen so auf der ersten Seite sind. Ja, irgendwie schon. Und vor allem so zu sagen, ja, hier, also der Harvey wäre ein guter Ehemann. Und mein Macker hat ein beachtliches Kinn. Und er ist geckenhaft. Muss ich abmoderieren? Und deswegen solltest du eine Abmod machen. Ja, warte, Dr. Harvey. Ach, Dr. Harvey, ich gebe Berechnung, die schicke ich dir weiter. Ja, alles klar. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe jetzt ein bisschen gute Laune. Jetzt werde ich mir mein Brot richtig krass schmecken lassen. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Und, way. Way.